Star Citizen übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Nachdem wir vor kurzem die Technik von Star Citizen angeschaut haben, mit einem sehr tiefen Blick auf Quantum, Quanta, auf das iCache, auf das Servermeshing und viele Themen mehr, und wir ein Verständnis davon bekommen haben, was da in den nächsten Jahren noch entwickelt wird, bevor Star Citizen möglicherweise in eine Beta gehen kann, schauen wir uns heute ein ähnlich spannendes, ein, ich will sagen, fast genauso wichtiges Thema an, nämlich die Gameplay-Elemente von Star Citizen. Das, was ebenfalls in den nächsten Jahren geplant ist und was uns ein Verständnis dafür gibt, warum wir uns heute vielleicht gerade erst mal, obwohl Star Citizen schon so lange, so viele Jahre in der Entwicklung ist, gerade erst am Anfang der Reise der Entwicklung dieses komplexen, riesig großen MMO-RPG befinden. Basis dieses Videos ist das Star Citizen Live, wo uns das EUPU Gameplay Feature Team über ihre Arbeiten erzählt, was sie im Moment tun, was sie geplant haben und was das Ziel ihrer Arbeiten ist. Ein sehr, sehr interessantes Video, eine sehr interessante Stunde, in dessen Rahmen wir weiter in den Kaninchenbau hinabsteigen und uns erkundigen über verschiedenste Themen, wie zum Beispiel das Ressourcenmanagement, was wir uns auch nochmal im Detail angucken, das Mining, Long Distance Probing, Loot-Generierung, Loot-Generation, das Gameplay des Raffinierens, Atmosphärendruck. Es gibt einen Exkurs darüber, über den Atmosphärendruck und Gasriesen, was ich mir zusammengeschrieben habe, und einiges mehr. In diesem Sinne freue ich mich auf eine interessante Stunde mit euch und wünsche nun viel Spaß. Bevor wir fachlich einsteigen, erst einmal die Frage, was ist überhaupt das EUPU Feature Team? Im Gegensatz zu anderen Feature Teams, wie das ACTA Feature Team oder das Vehicle Feature Team, die sehr abgegrenzte Verantwortungs- und Aufgabenbereiche haben, ist das EUPU Feature Team für eine breite Palette an Aufgaben verantwortlich. Features wie auch Gameplay-Mechaniken, wie das Betankungs-Gameplay, Bergbau natürlich, also das Mining, Veredelung, sprich Raffinieren, und all diese Gameplay-Features jeweils zu Fuß, im Raumschiff oder auf Raumstationen, sowie das sogenannte Long-Distance-Probing, was gleich noch tiefergehend erläutert wird. Und das ist erst der Anfang. Sozusagen nebenbei kümmert sich das EUPU-Feature-Team um alles, was das Lebendigwerden der Spielumgebung betrifft, was auch beinhaltet, sich Gedanken darüber zu machen, wie alles so realistisch wirken soll oder kann, dass die Spieler neben den reinen Gameplay-Mechaniken auch das Mittendrin-Gefühl dabei haben, die Immersion. Das beinhaltet auch die Frage nach den Bedrohungen von außen. Wie sicher ist die Umgebung, in der ich mich bewege oder arbeite, wenn ich zum Beispiel durch einen Wald gehe oder in eine Höhle hinabsteige oder ein Wrack erkunde? Muss ich befürchten, von Räubern überfallen oder von Tieren angefallen zu werden? Wird es Fallen geben, auf die ich als Spieler achten muss? Und auch wichtig, was kann überhaupt an welchem Ort gefunden werden, ergo Loot? Wie oft ist es vorhanden? Wie kann es geborgen werden? Unter welchen Schwierigkeiten? Wie wertvoll ist es? Eine extrem breite Palette an Aufgaben also für das EUPU-Feature-Team, die es zu bewältigen gilt, um ein spaßmachendes Gameplay-Erlebnis zu entwickeln. Kommen wir zum ersten Thema und der Frage, was ist das eben gerade erwähnte Long-Distance-Probing eigentlich? Das ist ein großes Gameplay-Element, nämlich im Grunde genommen das der Weltraumerkundung, der Exploration. Long-Distance-Probing, Langstreckensondierung, Langstreckenuntersuchung, ist im Grunde ein System, das CRG einführen will, bei dem Spieler ein Schiff irgendwo im Weltraum parkt und Sonden, Probes, aussendet und diese im System platziert. Diese Sonden pingen dann und zeigen im Grunde Objekte an, die dort von Interesse sind oder irgendetwas, das sich dort befinden könnte.
Diese Objekte könnten zum Beispiel Schürf- bzw. Bergbaubereiche sein, Stationen, Schiffe, alles, was wir uns vorstellen können, was man dort finden könnte und was CIG spawnen könnte. Wenn man etwas findet, bedeutet das nicht, dass man sofort einen Punkt hat und dorthin springen kann, um es zu untersuchen. Vielmehr muss man als nächsten Schritt triangulieren, also die Sonden in Position bringen, um ein genaueres Signal zu erhalten. Und wenn am Ende, nach mehreren Messungen und Berechnungen, die Signalstärke ausreicht, kann man sich entscheiden, entweder ein Quantensignal zu generieren, zu dem man dann hinspringen kann. Man könnte diese Information aber auch speichern und sie an andere Spieler verkaufen. Oder, was CIG anstrebt, ist ein Analysespiel, bei dem man eine Signatur hat, eine einzigartige Signatur dessen, was man dort gefunden hat. Und das kann man dann in seinem Schiffssystem speichern. Also im Grunde schickt die Drohne, die Sonde, die Probe, die Signatur zurück und man sitzt als Spieler an seinem PC, in seinem Schiff und vergleicht die Signatur mit allem, was man entweder gekauft oder selbst in der Bibliothek gesammelt hat. Und während man sich diese auch grafisch vorhandenen Daten dann anschaut, bekommt man die Idee, okay, das könnte eine Gladius sein und sie könnte in einem Asteroidenfeld sein. Und dann kann man immer noch entscheiden, okay, ich springe hin und schaue es mir an. Oder, das Risiko ist mir zu hoch, ja, da springe ich nicht hin. Das als grobe Skizzierung der Gameplay-Idee. Ergo, was CIG hier versuchen wird, ist die Ungewissheit des Weltraums einzuführen. Man wird ein Diagramm sehen können, Graphen, um beispielsweise die Antriebssignatur eines Schiffes abzulesen. So kann man Erkennungsmuster von IR-Signaturen erschaffen, sodass sich die Spieler die Kurven anschauen und sich sagen, das sieht sehr ähnlich aus wie eine Idris. Und wenn man dann dorthin springt, wird man vielleicht überrascht sein, dass es eine große Menge kleinerer Schiffe sind oder eine Flotte oder etwas Vergleichbares. Oder es sieht vielleicht aus wie ein Frachter, den man plündern könnte, kommt dort an und stellt fest, ohoho, es ist eine Idris, die eine Menge Komponenten ausgeschaltet hat und selber darauf wartet, dass Schiffe zum Ausrauben vorbeikommen. Und vielleicht bin ich selber das Opfer. Durch die abgeschalteten Komponenten hat die Idris also ihre Signatur verändert und wirkte nun viel kleiner, als die Signaturgraphen normalerweise wirken würden. Long Distance Probing eröffnet also vielen Spielern eine Menge Erkundungsmöglichkeiten. Es eröffnet auch eine Menge Möglichkeiten für Fallen und das Erstellen interessanter Szenarien. Es liegt also an den Spielern, sobald sie die vollständige Analyse als Gameplay-Element erhalten haben, herauszufinden, was sie damit anfangen. Sie können zum gepinkten Ort springen, sie können nicht springen. Sie können die Information verkaufen, sie können es als »Oh, ich habe dieses sehr reiche Asteroidenfeld gefunden« anbieten und wenn die Person, die es kauft, sich die Analyse ansieht und auch sagt, oh, das sieht ja wirklich aus wie ein reiches Asteroidenfeld, dann dorthin reist und es sich als Minenfeld herausstellt oder ein Konvolut an Geschütztürmen, die auf alles schießen, was sich bewegt, dann war es ein schlechter Kauf. Bin ich also als Käufer selber in der Lage, die gekauften Daten zu verifizieren und zu erkennen, ob sie qualitativ das geforderte Geld wert sind, dann ist das definitiv ein Vorteil. Was für CIG wichtig ist, ist definitiv, dass es ein skill-basiertes System ist. Je genauer die Auswertungen sind, je länger man das auch als Spieler schon macht, je exakter die Daten sind, je exakter meine Auswertungen sind, desto höher ist der Wert am Ende, den ich für den Verkauf dieser Daten verlangen kann. Das Risiko-Belohnungsverhältnis geht dabei aber noch in eine weitere Richtung. Nehmen wir an, ein Spieler scannt nach etwas und fliegt nicht sofort los, um diese Informationen zu verkaufen. Dann könnte die Gelegenheit weg sein, weil es vielleicht einen anderen Spieler gibt, vielleicht einen anderen NPC, der dieselben Daten gescannt hat und sofort losgeflogen ist und dieselben Informationen nun verkauft. Oder potenzielle Käufer sind längst weg. Niemand wird ewig darauf warten, dass man alle Daten über einen Ort bekommt. Es liegt also an jedem selbst zu entscheiden, wie viel Zeit man in einen Analyseteil eines Scan-Ergebnisses investieren möchte. Jede Entscheidung liegt im Ermessen des Spielers. Da stellt sich natürlich die Frage, ob Long-Distance-Probing mit dem neuen Radar- und Scansystem gemeinsam entwickelt wird. Ja und nein.
Es unterscheidet sich in einigen Kriterien, denn wohingegen Schiffsping und Radar in 50 bis 100 Kilometern Entfernung stoppen, sprechen wir beim Long Distance Probing über astronomische Entfernungen. Allerdings immer innerhalb eines Sonnensystems, nicht sonnensystemübergreifend. Natürlich sind die Informationen entsprechend vage, sodass man sie mit weiteren, immer engmaschiger werdenden Messungen Schritt für Schritt verifizieren muss, um am Ende den Punkt zu erreichen, den man per Quantum direkt anspringen kann und am Ende dann über Radar und Scan weitergehend tiefgehender analysieren. Interessant zu erfahren ist noch, dass es unterschiedliche Arten an Sonden geben wird. Welche mit großem Bewegungsradius, die sich ergo selbst fortbewegen und scannen können, welche mit großer Scan- bzw. Ping-Reichweite, welche mit hohem Detailgrad, aber niedriger Reichweite und so weiter. Bleibt zuletzt natürlich die Frage, auf welchem Stand der Entwicklung befindet sich eigentlich dieses hochgradig interessante Gameplay-Element? Auf welchem Punkt, an welchem Punkt der Roadmap finden wir es? Tja, und das ist die schlechte Nachricht. Long-Distance-Probes befinden sich in der sehr frühen Phase der Entwicklung und sind daher noch nicht auf der Roadmap zu finden. Kommen wir zum nächsten Thema, dem atmosphärischen Druckwiderstand und dem atmosphärischen Tiefenschaden. Was ist das? Es handelt sich hier um das System von CIG, das verhindern soll, dass die Spieler zum Beispiel in Gasatmosphären von Gasriesen, in diesem Falle Crusader, zu tief eindringen können, hineinfliegen können. Die Schiffe erhalten also ein Attribut, das im Grunde die atmosphärischen Drücke definiert, die ein Schiff imstande ist auszuhalten. Zum Beispiel sind Raumschiffe nicht dafür gebaut, viel Atmosphärendruck auszuhalten. Es ist eher so, dass sie von 0 bis 1 aushalten können, erklärt Dan Truffin. Damit ihr das zuordnen könnt: Jeder Himmelskörper, der mit einer Gasschicht umgeben ist, bei unserer Erde ist das die Luftschicht, verfügt über eine sogenannte Atmosphäre. Das Gewicht dieser Gasmasse bzw. auf der Erde der Luftmasse drückt auf die Planetenoberfläche und erzeugt einen Druck, den Atmosphärendruck. Dieser Atmosphärendruck wird in Bar gemessen. Das Bar ist in der Physik, der Chemie und Technik eine gesetzliche Einheit für den Druck. Als Faustregel gilt, 1 Bar ist etwa der Luftdruck auf der Erdoberfläche und bei uns auf der Erdoberfläche in Meereshöhe herrschen ca. 1 Kilogramm Druck pro Quadratzentimeter, was etwa 1000 Millibar entspricht. Also 1 Bar, 1000 Millibar, eine Atmosphäre. In 2 Kilometern Höhe hingegen herrschen bei uns nur noch ca. 760 Gramm Druck pro Quadratzentimeter, ergo 0,76 Atmosphären. Wenn Dan also erklärt, dass Raumschiffe Druck aushalten zwischen 0 und 1, zwischen 0 Bar und 1 Bar, dann bedeutet das, dass sie Druckverhältnisse aushalten vom Weltraum hinunter auf unsere Erdoberfläche. Jetzt werdet ihr sagen: Moment, ein Gasriese hat doch gar keinen festen Kern. Können sie überhaupt einen Atmosphärendruck haben, weil doch die Gasmasse gar nicht auf einen festen Kern wirken kann? Und wenn doch, wie berechnet man den Druck? Nun, das stimmt in Teilen. Ein Gasplanet oder Gasriese, beziehungsweise genauer ein planetarer Gasriese, ist in der Astronomie ein gebräuchlicher Ausdruck für einen großen Planeten, der überwiegend aus leichten Elementen wie Wasserstoff oder Helium besteht. Sie haben, wie gesagt, keine feste Oberfläche. Aber ihr gasförmiges Material wird mit zunehmender Tiefe dichter, da es durch die darüber befindlichen Schichten komprimiert wird. Insofern können diese Planeten einen festen Kern haben und nach der Kernaggregationshypothese ist solch ein Kern für die Entstehung eines Gasriesen sogar essentiell. Allerdings ist dieser Kern im Verhältnis so klein, dass der überwiegende Teil der Planetenmasse aus leichten Gasen besteht. Das Fehlen einer sichtbaren, festen Oberfläche macht es also zunächst schwierig, die Radien bzw. Durchmesser von Gasplaneten anzugeben. Wegen der nach innen kontinuierlich zunehmenden Dichte kann man aber jene Höhe berechnen, in der ein Luftdruck wie an der Erdoberfläche herrscht. Wie gesagt, eine Atmosphäre oder 1000 Millibar oder 1 Bar.
Was man bei einem Blick auf Jupiter oder Saturn sieht, sind also nicht die Oberflächen, sondern ausnahmslos die obersten Wolkenstrukturen innerhalb der Atmosphäre des jeweiligen Planeten. Als Oberfläche der Gasriesen wird also die Höhe definiert, in der ein Druck von einem Bar herrscht. Nehmen wir als Beispiel Uranus. Die oberste Schicht ist die Thermosphäre, die sich insbesondere durch, wie ihr Name vermuten lässt, ihre sehr hohen Temperaturen auszeichnet. Bis zu 580 Grad sind hier möglich, bei einer Atmosphäre von 0 Bar. Die darunterliegende Schicht ist die Stratosphäre mit sehr geringem Druck zwischen 0,1 Millibar und 0,1 Bar. Die unterste Schicht, die Troposphäre, würde laut Dan Truffin für unsere Raumschiffe die Grenze dessen darstellen, wie weit wir in Richtung des Planetenkerns vordringen können. Die Troposphäre von Uranus ist ca. 350 Kilometer dick, weist an ihrer Oberseite, also am Übergang von der Stratosphäre in die Troposphäre, einen Druck von 0,1 Bar auf, der bis zu ihrer Unterseite auf 100 Bar ansteigt. Bis dahin wäre unser Raumschiff längst nur noch ein kleiner Klumpen Metall. Vor diesem physikalischen Hintergrund möchte CIG also erklären, warum wir nicht in einen Gasriesen weiter hineinfliegen können. Vor diesem Hintergrund werden sie für unsere Raumschiffe das Attribut des atmosphärischen Druckwiderstandes einführen. Es definiert, wie tief ein Schiff in die Atmosphäre eines Planeten, in diesem Falle den Gasriesen Crusader, eindringen kann, bevor es anfängt, Schaden zu nehmen und schließlich zerstört wird. Im Laufe der späteren Entwicklung wird man auf diesem System aufsetzend sicherlich auch Druck- und Tiefenschaden unter Wasser realisieren können, aber das bringt neue Herausforderungen mit sich und steht aktuell nicht in der Diskussion einer möglichen zeitnahen Umsetzung. Kommen wir zum nächsten interessanten Thema, und zwar dem Loot. Hier arbeitet CIG an der Loot Generation. Und hierzu verbunden die Frage, was ist das eigentlich, Loot Generation? Die Frage dazu kam auf, als das ACTA-Feature-Team die Möglichkeit untersuchte, Personen und Orte zu looten, also ja, auszunehmen, zu durchsuchen, auszurauben, also nach Gegenständen und Objekten zu durchsuchen. Wer, wie, warum, wie viele dieser Items sollten wo und wann erzeugt werden? CIG arbeitet hier mit Tags, die in allen Entitäten wie Personen, Orten und Items hinterlegt werden können. Sobald diese Tags zwischen zwei Entitäten übereinstimmen, wird in bestimmten Situationen das Tag-basiert übereinstimmende Loot gespawnt. Die Spawn-Punkte, wo diese Items gespawnt werden, müssen allerdings fest definiert werden. Hat man also als Beispiel einen Medical Outpost in der Wüste, erwartet man dort, neben Kühlschränken mit kalten Getränken, entsprechend medizinische Gegenstände zu finden und vielleicht Kisten mit Tiefkühlfunktion und einem frischen Organ darin oder ähnliches. Doch nicht nur das. Design und Brands, also Markenembleme auf den Entitäten, sollten auch zum einen vorhanden und zum anderen stimmig sein. Auf einer Tiefkühlkiste mit Organen sollte also kein Hersteller von Bergbauequipment genannt werden, sondern entsprechend von Unternehmen der Gesundheitsbranche. Das ganze Tag-System arbeitet wieder in einer Baumstruktur. In einem Medical Outpost als übergreifende Entität werden im Innenraum solche Kisten gespawnt. Aber die Toilette als integraler Bestandteil des Medical Outposts und auch mit dem Tag versehen, weil es ja unterschiedliche Toiletten in unterschiedlichen Outposts gibt, die sollte keine Kiste spawnen mit einem Organ darin. Sie enthält also selber eigene Tags, damit diese Toilette im Medical Outpost eher mit Toilettenpapier ausgestattet wird oder mit drei Muscheln. Er hat keine Ahnung, wie man die drei Muscheln benutzt. Jetzt werden sich einige Spieler fragen, Moment, es gibt doch das Harvestable-System, also das Spiel, mit dem wir zu erntende Entitäten einsammeln können. Äpfel vom Baum, Pilze vom Boden und so weiter. Macht es nicht Sinn, das Loot-Generierungssystem mit dem Harvestable-System zu verknüpfen? Ja, das ist richtig. Die Systematik dahinter wird dieselbe sein. Designer erstellen Loot-Archetypen, was eine Bibliothek an Tags ist, über die ein Gegenstand verfügen kann oder soll, oder auch Tags, die ausgeschlossen sein müssen.
Daraus wird systemisch ein Loot-Pool generiert, der zu den benötigten und definierten Archetypen passt. Eine zu spawnende Waffenkiste kann im Prinzip jede Art von Waffe spawnen, entsprechend der Tag-Definition. Sie kann aber auch nur Hightech-Waffen enthalten, wenn sich diese Kiste in einer entsprechenden Hightech-Umgebung befindet. Oder nur Piratenzeug, sollte sich die Kiste in einer Piratenbasis befinden. Die Idee dahinter ist also, das Loot-Generierungssystem auch für die Harvestables extrem flexibel und leicht anpassbar zu gestalten, sodass die Designer es voll auf ihre Bedarfe abgestimmt nutzen können in jedweder denkbaren Situation. Die Tiefe der Loot-Tabellen basiert somit auf der Kreativität und der Arbeit der Designer, die somit auch bestimmen können, ob man häufig dieselben Loot-Objekte findet oder nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt hat man bereits 2600 verschiedene Objekte im Loot-Table hinterlegt und im Laufe der Zeit werden es immer mehr, sodass die Möglichkeit definitiv gegeben ist, häufig unterschiedliche Dinge zu finden, wie gesagt, abhängig von der Umgebung und den Entscheidungen der Designer. Wo wir gerade über die Kisten mit den Herzen darin sprechen, werden wir in der Lage sein, Organe zu plündern? Ja, warum nicht, sagt Dan Truffin. Wenn man ein hartherziger Pirat ist, kann man das Herz stehlen und seinem Boss bringen, der vielleicht ein Transplantat benötigt. Aber Spaß beiseite, wie ist das eigentlich, wenn wir einen Gegner töten, einen Menschen, einen NPC? Werden wir das bekommen, was er wirklich sichtbar am Körper trägt, die Waffe, die Rüstung, die Kleidung? Oder wird das, was wir looten können, zufallsbasiert sein? Das liegt in den Händen des Actor-Feature-Teams. Aber das Ziel ist es natürlich, dass das, was man sieht, auch das ist, was man looten kann. Vielleicht gibt es noch Zufallselemente, beispielsweise im Rucksack. Auch dieser wird natürlich wieder Tag-basiert sein. Das heißt, während ein Soldat eher was zu essen oder Munition dabei hat, hat ein Medical Officer eher Verbandszeug und Ähnliches im Rucksack. Dass CRG immer immersionsorientiert arbeitet, sollte auch hinsichtlich solcher Details die Welt stimmig sein. Übrigens arbeitet auch das Scan-System auf Basis der Loot-Tabellen, damit Scan-Ergebnisse mit dem, was man findet oder finden kann, übereinstimmt. Aber nochmal zu den Harvestables. Wird es eigentlich noch einen anderen Nutzen dafür geben, als sie zu verkaufen, abgesehen davon, dass das nicht wirklich lukrativ ist? Aktuell nein, aber zukünftig ja. Einiges wird man natürlich essen können und einen Vorteil dadurch erlangen, mindestens hinsichtlich des Sättigungswertes. Einige Harvestables werden aber auch giftig sein, also Obacht. Später in der Spielentwicklung wird sich CRG mit der Zusammensetzung von Harvestables beschäftigen, was bedeutet, dass man beispielsweise Extrakte gewisser Pflanzen oder Früchte benötigt, um wiederum andere Dinge herzustellen oder chemisch verändern zu können. Seien es die zuvor erwähnten Medikamente oder Drogen, Öle, Stinkbomben werden im Video genannt, Parfum und so weiter. Da stellt sich doch die Frage, werden wir in Star Citizen einen Farming-Simulator bekommen und in der Lage sein, Feldfrüchte anzubauen, Korn, Rüben und Ähnliches? Ja. Gehen wir zum nächsten Gameplay-Element, zum Raffinieren, zum Veredeln. Wird es beim Raffinieren verschiedene Schritte geben oder auch verschiedene Reinheitsgrade? Das Raffinieren auf Stationen wird sich grundlegend vom Raffinieren auf Schiffen unterscheiden. Bei einer Station gibt man seine Rohmaterialien ab, wartet einige Zeit und erhält das veredelte Material als Ergebnis zurück. Auf Schiffen werden wir Spieler selber aktiv werden müssen. Wir müssen das Rohmaterial analysieren und den notwendigen Veredelungsprozess so festlegen und bestimmen. Welche weiteren Materialien oder Flüssigkeiten, Energie, Zeit oder Ähnliches benötigt werden für einen erfolgreichen Veredelungsprozess. Erfolgreich ist hier das Schlüsselwort, denn solch ein Veredelungsvorgang kann auch schiefgehen. Auch der Verbrauch von notwendigen Materialien kann sich mit unserer Sorgfalt im Prozess verändern, sinken oder steigen. Dan Truffin erklärt hierzu, dass CRG sich eher mit den Daten der Ausbeute, also des Ergebnisses beschäftigt, als mit der Reinheit. Weil es für sie einfacher ist, die Ausbeute, das Ergebnis zu erreichen, als zum Beispiel eine Eigenschaft für jedes Raffinerieerz hinzuzufügen, was man dann verändern müsste. Nehmen wir an, wir haben Gold mit einem Reinheitsgrad von 57%. Dann mischen wir es mit Gold, das einen Reinheitsgrad von 75% hat. Diese Werte muss CRG jetzt systemisch mitteln, aber eher weniger Gold aus dem Prozess erhalten.
Wir erhalten also reineres Gold, was aber im Volumen in weniger Gold resultiert, insbesondere wenn man im Veredelungsprozess Fehler macht. Das kann übrigens nicht nur in reduziertem Output oder gar verlorenem Material resultieren, sondern im schlimmsten Fall auch in einer Explosion oder dem Totalverlust des Raffinerieschiffs, weil man nicht auf die Temperatur geachtet hat oder die Reaktorlast oder hochexplosives Material verwendet und nicht auf deren Verarbeitungsattribute geachtet hat. Das resultiert dann wiederum in Gameplay-Elementen hinsichtlich der notwendigen Überlegungen der Schiffsinhaber von Raffinerieschiffen, mit wie vielen und wie leistungsfähigen Reaktoren sie ihr Raffinerieschiff ausstatten, möglicherweise zulasten der Lagerkapazität und so weiter. Insgesamt ist das Raffinerie-Gameplay als wesentlich komplexer zu bewerten als das Mining-Gameplay, was im Grunde auch eine Vorstufe zum Raffinerie-Gameplay ist. Das alles führt übrigens auch wieder zum Mehrspieler-Gameplay-Element. Wenn einige Spieler in ihren Prospectors und Moles Erze abbauen, diese zu einem Raffinerieschiff bringen, das in diesem Szenario als Hub, als zentrales Element agiert, weil hier alle Schiffe zusammenkommen, denn die als Ergebnis herauskommenden veredelten Materialien werden von Frachtschiffen aufgenommen und zum Verkaufsort transportiert. Und unter Umständen müssen sowohl die Mining-Schiffe als auch die Transportschiffe mit Geleitschutz fliegen, die man dann entweder anheuert bei einer Mercenaries Guild oder ähnliches oder einer Schutzorganisation oder in seiner eigenen Organisation zusammenstellt, wenn diese entsprechend groß genug ist. Und auf dem Raffinerieschiff arbeiten natürlich mehrere Personen, um den Veredelungsprozess durchzuführen. Und nicht zuletzt kann es auch Transportschiffe geben, die Materialien zum Raffinerieschiff bringen, die es für den Veredelungsprozess zwingend benötigt. Eine AFK-Raffinierung wird es übrigens nicht geben. Man muss zusehen, seine Leute zusammenzuhalten und zum Beispiel für einen Tag dann für dieses Gameplay verbindlich am Start zu haben. Das gesamte zuvor skizzierte Gameplay ist aktuell nicht in Entwicklung, sondern in der Konzeptphase, wird also eher später als früher ins Spiel kommen, natürlich wieder Schritt für Schritt und im Laufe der nächsten Jahre. Kommen wir zum Refueling-Gameplay, dem Auftanken. Für das Starfarer-Betankungs-Gameplay plant man mit einem Tankarm, dem sogenannten Boom-Arm, gemäß dem Vorbild der Luftbetankung unserer realen Welt. Hier müssen beide Spielerseiten, Starfarer und zu betankendes Schiff, aufmerksam bei diesem Prozess dabei sein. Die Betankung basiert dabei auf dem Docking-System, weshalb es sich als nächsten Docking-Iterationsschritt in der Entwicklung befindet. Natürlich hätte man es gerne, dass die Schiffe sich währenddessen bewegen, man im Flug betanken kann. Wie das umzusetzen ist, ohne sich in Schwierigkeiten zu bringen, darüber denkt CIG nach. Es ist natürlich notwendig, dafür sich in dieselbe Richtung und mit derselben Geschwindigkeit zu bewegen, aber ob und wie das möglich sein könnte, dazu befindet sich CIG noch in Überlegungen. Wenn es ermöglicht wird, dann wird die Geschwindigkeit während des Betankungsvorgangs aber extrem langsam sein, weit unter 100 Metern pro Sekunde. Aufgrund der technischen Limitierung, Kollisionsabfragen etc. wird es aller Wahrscheinlichkeit nach Stand heute auch keine Betankung in Atmosphären geben. Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, warum CIG das Betankungs-Gameplay aktuell priorisiert. Ist das Tanken für Pyro notwendig? Ja, denn dort gibt es kaum Möglichkeiten zum Tanken, weshalb Spieler auf andere Spieler mit Starfarern angewiesen sein werden. Und die Starfarer, die werden wiederum auf Geleitschutz angewiesen sein. Pyro ist im Gegensatz zu Stanton definitiv ein MMO-Sonnensystem, das diesen Spielaspekt von Star Citizen in den Vordergrund stellen wird. Den Aspekt des Massive Multiplayer-Spiels. Es gibt ja nicht nur Schiffe, es gibt auch viele Fahrzeuge in Star Citizen. Wann werden denn diese Bodenfahrzeuge zu betanken sein? Aktuell hat CIG dafür keine Attribute hinterlegt, aber da das System in den Raumschiffen existiert, wird es über kurz oder lang auch für Bodenfahrzeuge implementiert werden, inklusive natürlich der Überlegung, wo, wie und womit Fahrzeuge betankt werden können und ob sie andere Treibstoffarten als Raumschiffe benötigen. Kommen wir zum nächsten Thema, dem Ressourcenmanagement. Nach dem Long Distance Probing ein weiteres, sehr umfangreiches, komplexes Gameplay-Element. Letztes Jahr, Ende Oktober, hat uns Dan Truffin das Ressourcenmanagement vorgestellt.
Ich binde diesen Teil dieses Inside Star Citizens hier im Rahmen dieser Sendung noch einmal mit ein, damit alle wissen, auch diejenigen von euch, die im letzten Oktober dieses Video nicht gesehen haben, was sich CIG eigentlich unter Ressourcenmanagement vorstellt. In diesem Videosegment geht es um die Prototypisierung des Ressourcenmanagements, wie gesagt, im Oktober 2020 vorgestellt. Der Hintergrund der Prototypisierung allgemein ist es zu erkennen und zu beweisen, dass Gameplay-Elemente Spaß machen. Wenn man bereits in dieser ersten Phase feststellt, dass es keinen Spaß macht, dann kann man ein Gameplay-Element noch so hübsch und bunt verkleiden, es wird kein gutes, kein spaßbringendes Element daraus werden. Hinsichtlich der Prototypisierung des Ressourcenmanagements hat CIG die Idee, dass es nur einen Weg geben soll, Schiffsressourcen zu steuern und zu verwalten, einen Weg, sie zu generieren und einen, sie zu verbrauchen. Alle Objekte eines Schiffs und eines geschlossenen Objektsystems nutzen also alle dasselbe System. CIG hat das hier zu sehende kleine Beispiel eines Schiffes erstellt, in dem es einen Energiegenerator gibt, einen Treibstofftank, eine Batterie, Lichter, Geschütztürme und Waffen. Als nächstes hat CIG ein Prioritätssystem zugrunde gelegt, denn zum Beispiel sollen die Lichter nicht dieselbe Priorität haben wie die Waffen oder der Energiegenerator. Sobald jetzt die Simulation gestartet wird, meldet der Energiegenerator Status online, benötigt aber Treibstoff aus den Treibstofftanks. Alle Komponenten beginnen nun, Energie vom Energiegenerator abzuziehen. Sobald wir den Treibstofftank befüllen, beginnt der Generator damit, Energie zu produzieren. Und da die erzeugte Energie höher ist als ihr Verbrauch, füllt sich die Batterie mit Energie. Aktiviert man die restlichen Komponenten, erhöht sich der Verbrauch entsprechend. Diese Übersicht hier bietet Informationen über das Verhältnis Energieerzeugung zu Energieverbrauch. Schaltet man jetzt den Energiegenerator aus, weil er durch einen Angriff zerstört wurde oder von jemandem manipuliert, versorgen sich die Komponenten aus der Batterie gespeicherten Energie, deren Füllstand nun stetig abnimmt. Demzufolge sollte man die großen Verbraucher deaktivieren, um Energie zu sparen. Und vielleicht brauche ich nur noch die Frontlichter, weshalb ich die restlichen Lichter abschalten kann. So kommen wir vielleicht zum nächsten Rest-Stop, können den Energiegenerator reparieren, womit sich die Batterie wieder füllt und wir die Komponenten wieder reaktivieren können. Das war die erste Version, der Prototyp des Ressourcenmanagementsystems. Dieses System erlaubt es CIG frei, beliebige Schiffskonfigurationen zu erstellen. Wie man hier sehen kann, sieht man die Kontur einer Hammerhead. Sobald die Simulation gestartet wird, erkennt man, dass zwei Energiegeneratoren zu arbeiten beginnen und Treibstoff aus den Treibstofftanks anfordern, dessen Füllstand nun beginnt zu sinken. Die Batterie ist 100% gefüllt. Die blauen Kreise mit dem Kürzel RE sind Relais. Ein Relais ist ebenfalls ein Stromverbraucher, im klassischen Sinne ein elektromagnetischer Schalter, und wird eingesetzt als Schaltverstärker und oder zur Trennung von Stromkreisen. Wenn also in diesem Hammerhead-Beispiel Energie vom Treibstofftank zum Energiegenerator, zur Batterie, zur Komponente X geleitet wird, geht der Verlauf immer über die Relais. Hierbei gilt, je weniger Relais man hat, desto geringer ist der Stromverbrauch, desto effizienter ist man. Je mehr Relais aktiv sind, desto höher ist die Systemredundanz und damit die Systemausfallsicherheit. Deaktiviert man also die Relais rund um den Energiegenerator hier im Flügel, ist dieser mit dem letzten Relais entsprechend inaktiv, weil er keine Energie mehr über Relais verteilen kann. Nehmen wir nun an, die Hammerhead kommt in ein Gefecht, muss alle Geschütztürme aktivieren. Wir bemerken nun, dass sich die Lichter abschalten, weil die zur Verfügung stehende Energiekapazität nicht mehr ausreichend ist. Da die Lichter in der Priorisierung weit unten stehen, wird ihre Versorgung systemisch als erste gekappt. Eventueller leichter Mehrverbrauch wird vom Ladestand der Batterie kompensiert. Ist die Batterie nun aufgebraucht, schalten sich weitere Verbraucher nach und nach ab, wie zum Beispiel der Geschützturm am Flügel links oben im Bild. In so einem Fall ist es also jetzt wichtig, Schäden zu erkennen und zu reparieren, zum Beispiel spezifische Relais zu reparieren und zu reaktivieren. Sobald die Leitung steht, kann der zuvor isolierte Generator die Schiffskomponenten nun wieder mit Strom versorgen. Alle Geschütztürme sind wieder online und wir sind wieder im Geschäft.
As soon as we got power back to the power plant, we're starting to get our resources back, lights start going back online, we're back in business. Haben wir aber nun einen gewieften Saboteur an Bord, der die Systemstruktur kennt, kann er das Worst-Case-Szenario produzieren, indem er das Schiff sozusagen in zwei Hälften zerteilt. Wir sehen hier nun, dass der vordere Teil von sämtlichen Generatorzugängen abgeschnitten ist. Da die Batterie ebenfalls leer ist, ist der gesamte vordere Bereich des Schiffes tot. Hieraus ergibt sich jetzt auch die Funktion des Schiffsingenieurs. Dessen Aufgabe wird es sein, das Schiff so einsatzbereit und auch so effizient wie möglich zu halten, sich darüber Gedanken zu machen, welche Verbraucher vielleicht gerade nicht benötigt werden oder im Ernstfall für Reparaturen und Energiewiederherstellung zu sorgen. Befindet man sich also mit irgendeinem Schiff, die Hammerhead hier wie gesagt nur exemplarisch, auf einem Frachthandelsflug, dann wäre es ineffizient, sämtliche Relais aktiviert zu haben, weil jedes Relais Energie verbraucht. Man kann also, wie Dan Truffin es hier zeigt, einige Relais abstellen und so Energie und damit Treibstoff sparen und trotzdem die volle Funktion des Schiffes beibehalten. Kommt man aber in einen Kampf, in solch einer Situation und das Relais im vorderen Teil hier wird zerstört, verliert man sofort die Energieversorgung des gesamten Vorderbereiches. Im Ernstfall sollte man also die Versorgungssicherheit über die Energieeffizienz stellen und eine Systemredundanz herstellen. Nimmt man dieses System zusammen mit der Komponentenpriorisierung und der Möglichkeit der Energieverteilung, inklusive des Übertaktens von Komponenten, wird uns jetzt klar, dass der Schiffsingenieur zukünftig eine ganz zentrale Rolle auf einem Multicrew-Schiff einnehmen wird. This is where we are right now with this prototype. This is going to take quite some time to implement. Soweit zum damaligen Stand der Prototypisierung des Ressourcenmanagements. Heute, 8 Monate später, stellt sich aber vor allem eine Frage: Warum haben wir seither nichts mehr von diesem interessanten, sehr komplexen Gameplay-Element gehört? Dan Truffin erklärt hierzu: Es wurde intensiv darüber geschwiegen und das aus sehr guten Gründen. Der Programmierer, der an dem Ressourcenmanagement arbeitet, musste bis auf den Boden des Programmcodes hinabtauchen und von Grund auf so ziemlich alles überarbeiten. Wie die Star Citizen Items funktionieren, wenn es darum geht, wie sie funktionieren, wie sie Ressourcen generieren. Es gab extrem viel Vorarbeit zu diesem Gameplay-Element. CRG rechnete damals mit etwa einem halben Jahr Vorarbeit. Es stellte sich heraus, dass es viel mehr war. Das ist eine Sache, die sich auf alles auswirken wird. Von Schiffen über Fahrzeugen bis hin zu Stationen. Es ist eine unglaubliche Menge Arbeit. Es berührt den Kern dessen, wie das Spiel funktioniert. Aber Dan denkt, dass CRG heute an dem Punkt ist, an dem sie anfangen können, am eigentlichen zuvor vorgestellten Gameplay zu arbeiten. Momentan wird in der Basis diskutiert, wie man Treibstoff zwischen der Starfarer und anderen Schiffen transportieren kann. Das heißt Refueling, auftanken. CRG möchte, dass das Betankungs-Gameplay sowohl das Ressourcenmanagement, die Ressourcenverwaltung und die Verteilung nutzt. Sie möchten nicht ein weiteres System nur für das Betanken bauen oder ein weiteres System nur für das Nachfüllen von Munition in die Munitionskammern oder die Waffen eines Schiffes und alles, was nachgefüllt werden kann oder muss. Es muss ein System für alle diese Elemente im Spiel geben, das mit dem Ressourcenmanagementsystem arbeitet. Sie wollen nicht 10 Stück Programmcode haben, für die Sie 10 Programmierer brauchen, um sie zu überwachen und zu reparieren, wenn ein Teil verbuggt ist. Es muss ein einziges System sein. Wenn etwas verbuggt ist, wenn etwas kaputt ist, soll man genau wissen, wo man nach dem Fehler suchen muss. Aber Sie kommen langsam an den Punkt, an dem Sie wissen, wie das System im Spiel genutzt werden wird. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir ein komplettes Schiff sehen, bei dem man anfangen kann, die Energie zu kappen, umzuleiten, zu sabotieren. Auswirkungen spürt, wenn man diesen Gegenstand entfernt oder eine Komponente keinen Treibstoff oder keine Energie mehr hat. CRG ist nach wie vor mit der Entwicklung dieses Elements im Rückstand. Denn wie wir sehen können, war ihre anfängliche Schätzung, wie viel Arbeit und damit Zeit die Umarbeitung des Basiscodes in Anspruch nehmen wird, nur halb so hoch, wie es tatsächlich der Fall ist. Aber gerade jetzt, zur Zeit, ist auch ein guter Moment, denn wie gesagt, diese sehr schwierige Arbeit ist fast abgeschlossen. Eine Menge anderer Programmierer können also damit beginnen, auf den Zug aufzuspringen, einzusteigen in die Entwicklung und beginnen, Elemente zu integrieren, wie Munition aus der allgemeinen Munitionsversorgung verteilt wird,
Wird sie automatisch geladen? Muss sie manuell nachgelegt werden? Braucht die Waffe Strom zum Funktionieren? Wird CPU-Kapazität benötigt oder nicht? Welche Abhängigkeiten bestehen zur Schildenergie? Und so weiter und so fort. CRG ist also an dem Punkt, an dem sie langsam anfangen können, mehr Leute in die Entwicklung dieses komplexen Gameplay-Kernelements einzuphasen und so Schritt für Schritt auf das skizzierte Zielszenario zuzugehen. Damit sind wir relativ ans Ende gekommen dieser hochinteressanten Sendung. Es gibt noch eine Frage, nämlich so ganz vorsichtig hintenrum, wie weit denn das Mining ist, ob die Mining-Gameplay-Funktionalität vollständig ist. Und Dan Truffin erklärt dazu, dass es relativ vollständig ist. Man kann natürlich immer noch neue Komponenten hinzufügen, neue Inhalte, neue Ressourcen, aber aus Sicht des Gameplay-Features ist man recht vollständig. Die Leute, die bisher daran gearbeitet haben, sind dementsprechend nun abgezogen worden in andere Gameplay-Teams. Ausnahme ist hier das FPS-Mining, das noch nicht da ist, wo CRG es gerne hätte, was aber tatsächlich auch nicht in den Händen des EUPU-Feature-Teams, sondern des ACTA-Feature-Teams liegt. Insofern wird hier noch Arbeit hineinfließen. Genauso wie in das Tractor-Beam-Gameplay als Teil des Minings, was ebenfalls noch weiter ausgearbeitet wird. Bleibt zum Schluss die Frage, auf welches Feature sich das Team hier um Dan Truffin eigentlich am meisten freut. Da wird zum einen die Loot Generation genannt, um das Verse mit Leben und interessanten Objekten zu füllen, die Starfarer als Kernelement des neuen Gameplay-Elements des Betankens und von Dan Truffin die Long Distance Probes, die so viele interessante Gameplay-Möglichkeiten eröffnen werden. Er erzählt hierzu in seinem Schlussplädoyer: Das Problem mit Star Citizen im Moment ist, dass es Planeten und Monde gibt, mit einigen wenigen Aktivitäten dort. Dass es Lagrange-Punkte gibt, mit einigen wenigen Aktivitäten dort. Aber wenn man sich den Weltraum anschaut, den wir im Sonnensystem in Stanton haben, dann ist das 0,00001% des Raums, der uns zur Verfügung steht. Sobald die Langstrecken-Probes, die Long-Distance-Probes ins Spiel kommen, wird CRG in der Lage sein, dynamisch alles zu spawnen, was man sich vorstellen kann. Einen Asteroidencluster, ein Wrack, einen Haufen Piraten. Ein Haufen Piraten, die einen Frachter angreifen. Eine kleine Station, die Drogen oder High-End-Waffen produziert. Es kann ein temporärer Ort sein, der vielleicht nur diese Woche oder diesen Monat oder diesen Tag da ist. Wer ihn zuerst findet, bekommt die Belohnung. Dan erwartet, dass eine Mining-Organisation eine spezielle Probing-Abteilung hat, die nur nach Dingen wie neuen Asteroiden-Clustern suchen. Die Organisation eilt dorthin, um den Cluster abzubauen, zu strip-minen, denn wer ihn zuerst findet, wird das große Geld verdienen. Wer ihn in letzter Sekunde findet, verdient so gut wie nichts mehr. Es sei denn, es sind Piraten. Und dann finden die dort ein großes Vermögen, nämlich ein paar Bergleute, die man ausrauben oder erpressen kann. Piraten werden mit Long-Distance-Probing sehr viel Spaß haben, denn so findet man jetzt endlich andere Leute, die Bergbau betreiben, die handeln, die sich gegenseitig anfunken und so weiter. Es macht so ziemlich den gesamten Sonnensystemraum zu unserem Spielplatz. Und CRG kann alle möglichen Orte, Objekte und Geschehnisse generieren, die wir Spieler dann finden können. Es bringt einfach das gesamte Sonnensystem zum Leben. Das war's mit diesem, wie gesagt, sehr, sehr, sehr interessanten Video, was mir nochmal im Nachgang zu dem Technikvideo vor Augen geführt hat, dass wir uns eigentlich heute erst am Anfang der Reise der Entwicklung von Star Citizen befinden. Ja, es gibt die Stimmen, die behaupten, oh, es muss doch langsam mal fertig werden, kann doch gar nicht sein. Und ich sage euch, nein. 2025 in einer Beta, selbst das könnte knapp werden. Ich habe meinen Blick schon langsam auf 2030 ausgerichtet. Je nachdem, wie schnell sie entwickeln werden. Aber wenn ich mir das alles angucke, was CRG hier noch entwickeln möchte, was sie ja auch zugesagt haben in den Stretch Goals und dass sie heute an den Grundlagen, teilweise erst an den Konzepten arbeiten, wenn ich mir überlege, wie lange es gedauert hat, das Mining-Gameplay von der ersten Aktivität bis zum heutigen ja schon recht umfangreichen Gameplay-Feature-Element auszuarbeiten, dann möchte ich gar nicht wissen, wie lange das dauern wird, das Betanken zu realisieren, diese Long-Distance-Probes zu realisieren.
Sie möchten Farming realisieren. Sie haben diesen dieses Atmosphärendruckthema, das Raffinierungsgameplay. Und dann kommt ja noch hinzu, das wurde überhaupt nicht erwähnt in diesem Video, das Reparieren. Das heißt, das ist ja auch ein Bestandteil, der dann wiederum auf das Raffinieren aufsetzt, auf das Raffinieren und Herstellen. Ich veredle ein Material, ich baue daraus Leiterplatten, Röhren, Stahlplatten, wie auch immer, Aluminium, was ich wiederum brauche, um Schiffe zu reparieren. Und man kann dieses Netz aus Aktivitäten immer weiterspinnen, um bei dem Beispiel zu bleiben von Dan Truffin mit dem Raffinerieschiff als Hub, wo auf der einen Seite Prospectors und Moles die Roherze hinbringen, dann werden sie veredelt, dann werden sie weitertransportiert, alles muss beschützt werden. Was passiert, wenn sie überfallen werden? Dann müssen diese Schiffe eben auch repariert werden. Man braucht ein Reparaturschiff vielleicht vor Ort. Man braucht vielleicht auch ein Medical-Schiff, je nachdem, wie groß die Operation ist, für Respawn-Punkte, für Leute zum Heilen. Dieses gesamte Thema macht endlich auch die großen Organisationen sinnvoll. Denn eines wird deutlich, das MMO-Feature von Star Citizen, das ist nicht einfach, wir treffen uns auf einen Raid und rauben eine Höhle aus und gehen wieder. Nein, es geht hier um ganze Wirtschaftsabläufe. Wenn eine Organisation Geld verdienen möchte, um zum Beispiel eine Javelin oder gar einen Bengal-Carrier am Laufen zu halten, dann müssen die 24/7 aktiv sein. Sie müssen sich in Abteilungen unterteilen. Sie müssen genau wissen, wann sie mit wem was vorhaben, um Geld zu verdienen, um bei diesem Abbauthema zu bleiben, dass man sich dann eben einen Tag lang trifft. Die einen Spieler bauen die Erze ab, die anderen veredeln sie. Die Händler, die Handelsabteilung der Organisation schifft die dann weg. Es gibt wiederum eine andere Sicherheitsabteilung, die dann den Schutz vornimmt. Und ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwo einen Spion oder wie auch immer. Oder man muss ja gar nicht so böse denken, aber dann kommen eben die Piraten mit ihren Long-Distance-Probes, die jetzt ja auch eine Berechtigung kriegen. Also alles in allem, es wird sehr aufregend. Es wird sehr Multiplayer-lastig und wir verstehen jetzt auch bei dem Hinweis auf Pyro und Stanton, wie die Grenzen gezogen werden zwischen einem Sonnensystem wie Stanton, wo man potenziell auch als einzelner Spieler einfach ein paar gute Stunden verbringen kann, um ein bisschen zu handeln, um ein bisschen zu staunen, zu erkunden. Aber wir verstehen auch, warum es Systeme wie Pyro gibt, wo man als Einzelspieler nichts mehr werden kann, weil man nicht mal in der Lage ist, sein Schiff aufzutanken an der Stelle und weil man dort alleine auch potenzielles Kanonenfutter ist von Piraten und anderen Spielern, die darauf aus sind, eben sich ein bisschen zu kabbeln. Das Video zeigt uns auch noch einmal auf, dass diese Frage nach, werde ich in der Lage sein, eine Idris alleine fliegen zu können, einfach völliger Unsinn ist. Wir werden nicht mal in der Lage sein, vernünftig eine Carrack alleine zu fliegen. Das ist ja heute schon nicht möglich. Oder auch eine Aquila. Vielleicht geht das noch. Aber wenn ich als Pilot dort fliege, dann kann ich ja nicht gleichzeitig scannen. Dann kann ich mich gleichzeitig nicht um die Komponenten kümmern. Es muss jemand mit an Bord sein, der das Schiff am Leben hält, der sich im Rahmen des hier vorgestellten Ressourcenmanagements um die Komponenten, um die Energieverteilung, um die Auslastung kümmert. Im Extremfall brauche ich auch noch einen dritten Mann, nämlich einen, der sich in einen Geschützturm setzt und eben den Schiffsingenieur, der sich um Reparaturen und so weiter kümmert, was eben dann notwendig ist, um, wenn das Schiff eben schweren Schaden erleidet, vielleicht doch noch den restlichen Funken Energie rauszukitzeln, umzuleiten, um noch wegspringen zu können. Das alles scheint mir mit dem heutigen Video und den Erkenntnissen keine Utopie mehr. Nein, es ist das Ziel, dass wir ein Spiel haben werden, wie wir es aus Science-Fiction-Filmen kennen. Und was einfach auf der einen Seite Spaß macht, auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Ernsthaftigkeit mitbringen wird, in der es völlig egal ist, wie viele Schiffe wir im Hangar haben, wenn wir eben nicht die Leute am Start haben, um sie zu bedienen. Und das ganze Gameplay, Singleplayer, Multiplayer ist hier wirklich abgegrenzt, es konturiert sich, man erkennt, worauf CRG los möchte und verstehe jetzt auch, wie gesagt, welche Möglichkeiten Singleplayer haben werden und welche großen Möglichkeiten die Mehrspieleroption bieten wird, das Spiel in Gruppen und in Organisationen. Hochgradig spannend und mich interessiert eure Meinung. Was haltet ihr davon? Von dem Technikvideo, von dem Gameplay-Video,
Auch von der Erkenntnis, dass es noch dauern wird, bis Star Citizen vielleicht irgendwann mal in eine Beta gehen wird. Ich persönlich empfinde es als super spannend, diese Entwicklung zu begleiten. Finde es eher schade, dass sich Menschen hinstellen und jammern, dass es eben so lange dauert. Es dauert eben so lange, weil sie das alles vorhaben. Dieses noch nie dagewesene Spielerlebnis, und freue mich einfach noch auf die nächsten Jahre, diese Entwicklung des Spiels begleiten zu können, sowohl aus technischer Hinsicht als auch aus der spielerischen Hinsicht, in dem stetigen Wachstum, der stetigen Ausbreitung des Spiels, sowohl hinsichtlich der Sonnensysteme, die jetzt nach und nach hinzukommen werden, als eben auch der Gameplay-Features. Ja, damit möchte ich schließen für heute. Ich hoffe, ihr hattet eine spannende Sendung. Ich bedanke mich bei meinen Unterstützern auf tippi.com, www.tippi.com/astrosam. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Kommt auch ihr gerne dazu. Freue mich über den ein und anderen Euro als Dankeschön für dieses Video, für die viele Arbeit, die hier reinfließt. Schaltet auch ein bei PsychShirt, der regelmäßig streamt und auch die Entwicklung von Star Citizen begleitet, alles testet und ausprobiert, was geht. Brrrt. In der Verse Night, jeden zweiten Dienstag im Monat um 20.30 Uhr bei mir auf dem ehemaligen Streaming-Kanal, wir haben ihn jetzt ja umbenannt in den Verse Night-Kanal, youtube.com/c/versenight. Dort findet ihr interessante Themen, begleitet von Musik im Sinne der Space Night des Bayerischen Rundfunks, chillige Sounds von Mitch van Heiden, Informationen, Diskussionen und auch interessante Gäste. Im nächsten Monat ist Knarks Geschwafel bei uns zu Besuch. Freuen wir uns schon sehr drauf. Wer mehr wissen möchte oder das als Podcast auch hören möchte im Nachhinein auf Spotify und Co., der findet mehr Informationen auf www.versenight.de. Wem meine Exkurse gefallen, der kann auch gerne sich auf meinem Discord-Kanal anmelden. Da gibt es eine Bibliothek mit Links zu allen Sondererklärungen, die ich jemals gebaut habe. Wer also Fragen hat, irgendetwas nicht versteht, kann gerne dazukommen, kann sich dort die Videos angucken, kann sich bei mir im Discord-Kanal beteiligen. Jetzt aber Schluss für heute. Ich wünsche euch alles Gute, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Alles Gute. Tschüss. Cheers.